Man, hey, wir sind in der Serie Komm nicht mehr in die Kirche, weil das unser Anliegen ist, dass du nicht nur in die Kirche kommst, sondern dass du die Kirche bist. Ja, so, und das ist eben der Gedanke hier, wo wir sagen, hey, sei nicht einfach nur ein Kirchgänger. Ja, so, Deutschland kennt so viele Kirchgänger. Wir wollen ein Ort sein, wo, ey, Gott hat dir sowas Individuelles gegeben und dass du den Unterschied machen kannst. Ja, und vielleicht bist du hier und denkst, hey, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Dann sage ich, hey, dann bist du hier, um den Unterschied zu machen. Ja, mega gut, hey. Und möchte ich dir einfach mega zu ermutigen. Heute schlachten wir eine heilige Kuh, Freunde der Sonne. Ja, heute ist ein Thema. Ich habe da schon seit 4 Jahren, habe ich eigentlich eine Predigt oder bin ich so ein bisschen am einem Thema bewegen und habe gemerkt, es ist in den letzten Jahren schwanger gegangen, sowas. Und ich wollte das jetzt schon immer mal wieder irgendwann mal predigen und habe gemerkt, jetzt ist der Punkt, wo ich es predigen kann. Ja, also nicht nur, weil ich es theologisch verstanden habe, sondern weil ich merke, ich habe jetzt eine Autorität in dem Bereich bekommen, wirklich auch drüber zu lehren und weil es wirklich zum Leben kommen soll. Und das Thema, hey, wo ich auch so sage, mein Anliegen ist als Pastor, nicht die Dinge zu erzählen, was die Leute nur gern hören, sondern ich möchte Dinge erzählen, wo dich wirklich weiterbringen auf dem Weg, den Gott mit dir hat. Sowas, ja, ich möchte mal bei Gott stehen und ich möchte dich als allererstes mal nebendran sehen, ja. Das ist Nummer 1. Und dann möchte ich auch, dass Gott zu dir sagt, wow, du guter und treuer Diener. Du hast so gut verwaltet, alles, was ich dir gegeben habe und du bist so gewachsen ans Maximum, was ich dir geben konnte. Sowas, ja. Und das ist einfach die Sache dazu. Und ich möchte nicht, dass Gott sagt, hey, sorry, du hast die PS nicht auf die Straße gekriegt. Du bist zwar jetzt hier, aber leider hast du nicht alles rausgeholt, weil dein Pastor eine Lusche war und es nicht genau sagen konnte. Ja? Sondern möchte ich sagen, ja, komm mal, dann predige ich was vielleicht ein bisschen herausfordernd, aber das Thema heute, das ist wirklich, wirklich Hammer. Und das ist einfach die Sache, weil bei dem Thema habe ich echt eine Leidenschaft für und ich bin überzeugt, das wird viele herausfordern und viele haben es wahrscheinlich noch nie so gehört, dieses Thema, und noch nie von diesem Blickwinkel dieses Thema angeschaut. Und so bin ich halt, das machen wir halt, ja. Mein Titel heute ist, Gott ist nicht pleite. Gott ist nicht pleite. Das ist fett, gell? Ich habe noch überlegt, ich kann auch den Titel nennen, Gott und Geld, aber ich habe gesagt, nee, Gott ist nicht pleite, ist irgendwie fresh. Ja, das kam mir gestern Abend noch um 11:30. Dann habe ich es gerade mal gepostet, weil ich es so cool fand. Also, in der Bibel gibt es kein Thema, das mehr erwähnt wird als das Thema Geld und Besitz. Über 2350 Verse oder Stellen geht es um Geld und Besitz. Das heißt, Gott hat eine Vorstellung, wie du dieses Thema verwalten kannst. Und warum so viel in der Bibel darüber steht, ist, weil die biblischen Prinzipien nicht die weltlichen Prinzipien sind. Darum ist beim Thema Geld was, wo du sagen musst, okay, ich kann Geld mit Gott behandeln oder ich kann Geld ohne Gott behandeln. Und das ist ein Riesenschlüssel, dass wir wirklich so das von Gottes Ansicht her anschauen und dass wir dann in den Segen reinkommen, den Gott auch für uns hat. Ja, wir waren letztes Wochenende in Hamburg, da habe ich mit dem Rainer Bonke zusammen gepredigt. Nee, Quatsch. Da war ich im ICF Hamburg zum Predigen und das war mega. Und da sind wir geflogen nach Hamburg und zurück. Und da ist dann die Sache, dass wir dort im Flugzeug sind. Und ein Flugzeug ist ja sowas von unrealistisch, dass dieses Ding fliegt. Schon mal überlegt, so ein mehrtonniges Metallteil, das fliegt, wo noch Menschen drin sind. Logisch, das fliegt einfach. Nee, das fliegt nicht so einfach, sondern da wirken verschiedene Prinzipien aufeinander, dass das Flugzeug fliegen kann. Das ist zum einen, ich habe es mir heute Mittag nochmal rausgegeben, die Schwerkraft. Und das ist da, wo wir denken, wir sehen, wenn es hier ist, ist nur die Schwerkraft. Und mit der Schwerkraft, da fliegt das Ding ja auf den Boden. Und das ist, wenn du quasi so, wenn du dein Geld nur so auch so behandelst, wie so nur diese Schwerkraft, die natürlichen Prinzipien, dann wird es nicht zum Fliegen kommen, das Ding. Ja, sondern es braucht wie auch so diesen Auftrieb, den Gott bringt, dass es dann wie die Schwerkraft nutzt, dass es zum Abheben kommt. Und das ist, und es gibt noch die andere Kräfte, dann gibt es noch den Luftwiderstand und gibt es noch den Antrieb und den Auftrieb, genau. Und in der Bibel gibt es wie so verschiedene Prinzipien auch zum Thema. Hä? Ja, ich weiß, ja. gibt es verschiedene Prinzipien.
gibt es verschiedene Prinzipien zum Thema Geld und die wir von Gott anwenden können, ja? Und es gibt zum einen erstmal so, dass wir mal im Großen und Ganzen doch in der Bibel verstehen, es gibt erstmal so, es gibt Verheißungen und es gibt Warnungen. Das sind eigentlich so die zwei Großkategorien, wo du eigentlich so das Geld einstufen kannst. Einmal, das ist da, wo Gott dir Verheißungen gibt, und das ist einmal, wo Gott sagt, schau und pass auf hier. Ja? Und das ist so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen als Einführung in das heute rein. Ich sag dir eins, es hat kein Ingenieur ein Flugzeug entwickelt und gesagt, ich möchte nicht, dass das fliegt. Und so hat Gott dich auch nicht geschaffen und gesagt, ich möchte nicht, dass der zum Fliegen kommt. Sondern Gott hat gesagt, ich möchte, dass der zum Fliegen kommt. Und da möchten wir heute anschauen, wie kannst du fliegen. Ja, ist es gut? Wir gehen heute in die Bibelstelle vom reichen Jüngling. Das steht in Lukas Evangelium, Kapitel 18. Und das möchte ich mit uns zusammen anschauen. Lukas Evangelium, Kapitel 18. So. Okay. Ein führender Mann des jüdischen Volkes, auch ein reicher Jüngling oder ein Oberster oder wie auch immer, stellte Jesus einmal folgende Frage. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Fragte Jesus ihn. Nur Gott ist wirklich gut. Doch du kennst die Gebote. Du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst keine Falschaussage machen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und der Mann erwiderte, seit meiner Kindheit habe ich alle diese Gebote gehalten. Rakete, ey. Es gibt noch eines, das dir fehlt, sagte daraufhin Jesus. Verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Als der Mann das hörte, wurde er traurig, denn er war schon sehr reich. Jesus sah ihm nach, als er wegging und sagte dann zu seinen Jüngern, wie schwer ist es doch für einen Reichen, ins Reich Gottes zu kommen. Punkt. Als erstes mal nochmal, er geht und Pastor Jesus hätschelt nicht hinterher und sagt, komm, wir machen einen Kompromiss, wir finden einen Weg. Sondern er schaut hinterher und fängt dann an zu lehren und zu sagen, schau, so und so und so. Ja, Pastor Jesus ist nicht immer so der, der immer nur hinterher rennt, sondern der auch sagt, du triffst die Entscheidung, du bist selber verantwortlich. Das Krasse ist, diese Aufforderung, wo Jesus dann sagt, hey, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen und du wirst deinen Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir nach. Jesus hat eigentlich nur zu seinen Jüngern, seinen 12, gesagt, komm und folge mir nach. Das heißt, das war wirklich eine besondere Person eigentlich. Der hatte Riesenpotenzial. Das ist ziemlich heftig. Dieser reiche Jüngling, er war reich, er war jung und er war ein Ling. Nee, er war reich, er war jung und er war ein Leiter, er war ein Oberster. Das heißt, das allererstes Mal, hey, jung, das heißt, es betrifft jede Gruppe. Ja, das betrifft jeden Einzelnen auch hier. Ja, er war der reiche Jüngling, es war eine angesehene Person. Das war quasi der, der mit dem Neonesel durch Jerusalem geritten ist. Und der egal, also ich höre euch mal auf auszumalen. Also, wir kommen jetzt wieder hier. Die Sache ist, er kommt zu Jesus und hat eigentlich alles, aber irgendwie eins fehlt ihm. Und Jesus sagt ihm dann auch, was ihm fehlt. Nimm alles, was du hast und verkauf's. Gib alles. Was? Geben? Ich hätte irgendwas anderes erwartet. Und jetzt geben? Wenn ich alles gebe, was habe ich dann noch? Wenn ich da alles weggebe, was habe ich dann noch? Und das ist ein Schlüssel. Jesus sagt nicht, dass er nichts haben darf. Er sagt nur, dass er alles geben soll. Und das ist ein Schlüssel, wo wir nachher reingehen. Das heißt nicht, dass du nichts haben darfst. Es heißt nur, dass du alles geben sollst. Weil nach dem Geben kommt der Segen. Hey, mit dem gib alles, fragt Gott sein Herz ab und schaut, wem vertraust du eigentlich? Vertraust du dir oder vertraust du dem Geld? Und hier sind wir eben bei der großen Gegenüberstellung, die wir häufig in der Bibel sehen, so dieses Gott oder Geld. Ich möchte jetzt in die eine Seite mal ein bisschen gehen und wirklich so dieses, hey, wir hatten vor 2 Wochen, ich habe ja gesagt, ich werde da noch mal kurz drauf eingehen. Was heißt, ich mache da noch mal eine Predigt draus. Jetzt habe ich die Predigt umgestellt. Ich gehe in 2 Sätzen auf die Predigt von vor 2 Wochen noch mal ein, weil es heute noch viel besser wird, was ich vorbereitet hatte vor 2 Wochen. Und da ging es um Kain und Abel, um den Kain-Killer. Kain und Abel, Kain
und Abel opfern beide Gott etwas. Kain opfert einen Teil seiner Ernte, Abel opfert den ersten Teil seiner Lämmer. Gott nimmt das Opfer von Kain nicht an und er nimmt das Opfer von Abel an. Daraufhin ist Kain richtig sauer, bringt Abel um und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, die Frage ist ja, Gott, warum bist du so politisch inkorrekt, dass du Kain nicht annimmst, sein Opfer? Er hat doch was gegeben. Er hat doch was gegeben. Gott, warum nimmst du das nicht an? Freu dich doch. Freu dich doch, Gott, wenn du wenigstens die leere Tortenplatte noch auskratzen kannst. Und so gehen wir häufig mit Gott um. Gott, ich gebe dir noch meinen Restposten. Gott, ich gebe dir halt noch das Fallobst. Und da ist genau das Ding, dass Gott dort eigentlich das Prinzip hatte, so er hat das Herz angeschaut. Er hat gesehen, okay, Kain gibt halt irgendwas, Abel gibt den ersten Teil seiner Lämmer, weil das heißt, es ist das Beste. Das ist das Vertrauen. Darum ist bei uns ein Wert in dieser Kirche, das Beste geben. Wir wollen unser Bestes geben für Gott. Wir wollen das Beste geben für Gott. Ja? Warum? Weil es Gott ist. Ja? Hey, und die Sache ist, Gott weiß zu deinem Geben, dass dein Geben definiert die Möglichkeit, wie Gott wirken kann. Was du gibst, definiert, was Gott dir wieder zuspielen kann. Dein Geben definiert die Möglichkeit, wie viel Gott wirken kann. Und es ist recht heftig. Ja, so, weil die Frage ist so dieses, bist du ein Empfänger oder bist du ein Verteiler? Sozusagen empfängst du und schaust nur nach dir oder bist du ein Verteiler, wo es Gott dir bringt und pff, 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 ich verteile es weiter. Bist du ein Tümpel oder bist du ein Fluss? Wenn du ein Tümpel bist, sollte man da besser nichts Neues reinmachen, weil es schimmelt eh schon. Bist du ein Fluss, dann wird Gott, wenn aus dir was rausfließt, wird wieder nachkommen und ein Fluss wird breiter und breiter und breiter. Das ist das Prinzip, was wir in der Bibel sehen, von im Kleinen treu, im Großen treu. Bist du im Kleinen treu, wird Gott segnen und segnen und segnen und segnen, weil du auch im Großen treu sein wirst. Mega wichtig bei dieser Bibelstelle hier, beim reichen Jüngling, ich gehe gleich noch weiter in der Stelle. Das ist so wichtig, dass wir eben nicht den falschen Schluss ziehen von du darfst nichts haben. Jesus hat nicht zu dem reichen Jüngling gesagt, du darfst nichts mehr besitzen. Er hat nur gesagt, nimm alles und verkauf alles und gib's weg. Das heißt, gib alles. Weil was du nicht geben kannst, besitzt nicht du, sondern es besitzt dich. Was du nicht geben kannst, besitzt nicht du, sondern es besitzt dich. Und das ist, wo Gott Freiheit schenken möchte. Gott hat uns berufen für Freiheit. Dass wir wirklich frei sein können. Dass ich nicht denken muss, boah, jetzt bin ich vom Geld regiert. Sorry, schau mal in die Medien, hör mal in die Gesellschaft, diese Welt ist vom Geld und von Macht regiert. Wie krass ist es, wenn wir dort nicht regiert sind davon? In Matthäus 6, Vers 21 heißt es, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Das hat Gott schon bei Kain und Abel gesehen. Wo dein Schatz ist, gibst du Gott das Fallobst, keine Ahnung, der Rest. Dann ist Gott bei dir nicht Prio 1. Gibst du Gott den ersten Teil, dann ist Gott bei dir Prio 1. Das möchte Gott sehen. Wo ist Gott bei dir eine Priorität? Was für eine Priorität hat Gott bei dir? An welcher Stelle steht er dort? Und jetzt denkst du vielleicht, okay, ja, stimmt. Und jetzt bei dem Punkt, da bleibt man häufig als Christen stehen und denkst, okay, ja, stimmt. Stimmt, wenn ich als Christ noch was besitze, dann kann ich kein richtiger Christ sein, weil ich muss ja alles abgeben, ich muss alles weggeben. Und ich sage, nee, es geht nicht darum, dass du nichts mehr hast, sondern dass du alles gibst. Wir haben oft das Bild so von Jesus als den Obdachlosen, oder? Jesus, der Obdachlose, der eigentlich nur für Arbeitslosen predigt, weil alle anderen sind ja arbeiten. Ja, so, und da steht er dann dort und oh. Und da sitzen da diese Versifften. Und Jesus, oh, selig sind die geistlich Armen. Und sowas. Ja, so ein Bild haben wir häufig von Jesus. Soll ich dir eine Sache sagen? Jesus war nicht obdachlos. Und auch die Bibel geschrieben haben, die Schreiber, die Gott inspiriert hat, waren auch keine Obdachlose.
König David, Salomo, Mose, Hiob, Abraham. Können wir gerade die Reihe durchgehen. Das waren alles finanziell weise Menschen. Die haben alle finanzielle, göttliche Prinzipien verstanden und umgesetzt. Und es ist einfach wichtig, dass wir da nicht jetzt denken, okay, jetzt ist es schlecht, Geld zu haben. Dass nicht Geld böse ist, sondern es heißt hier auch in Matthäus 6, die Liebe zum Geld ist die Wurzel alles Bösen. Nicht Geld ist die Wurzel alles Bösen, sondern die Liebe zum Geld. Warum? Weil du kannst nicht Geld lieben und Gott lieben. Und da schauen wir einen weiteren Vers an, oder? Das ist gut. Vers 24, in Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist quasi wie der Gott hinterm Geld. Geld an für sich ist neutral, ein Papier ist es nur. Aber wenn es eine Kraft auf dich wirkt, dann ist es der Mammon. Wenn ich dir jetzt 100 Euro geben würde und du wirst denken, dann ist es der Mammon. Wenn du Geld nicht geben kannst, dann ist es der Mammon. Wenn es dir schwerfällt. Und Gott weiß, dass du Geld brauchst. Ja, das ist jetzt mega wichtig und ich gehe jetzt ein bisschen in was rein. Gott weiß, dass du Geld brauchst. Du kannst nachher nicht zum Döner gehen und sagen, hey, ich hätte gern den Döner und ein Getränk, aber ich bin Christ, ey, sorry, ich habe kein Geld. Und sagt er, ja, klar, gratis, ey. Weil du Christ bist. Nee. Hey, ich kann auch nicht am Ende vom Jahr dann Steuerbescheid und sowas, ja, so Steuererklärung, so, hey, hier Steuern und sowas, nee, zahle ich eh auch nicht, weil ich bin ja Christ. Ich hab kein Geld. Nein, diese Diskussion hat mir schon in der Bibel mit den Juden, mit Jesus, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Ja, hey, wir brauchen Geld und das weiß auch Gott. Und ein Satz, der ist vielleicht super provokant, aber ich glaube, viele Christen sind zu arm, um als Christ zu leben. Viele Christen sind zu arm, um als Christ zu leben. Was heißt das? Mein bester Freund, mit dem, ich liebe es einfach, weil der ist super großzügig. Und wir sind mal zusammen, das war echt crazy, wir sind zusammen in die Stadt gegangen und haben einen Stapel Geld abgehoben, so einen Stapel 50-Euro-Scheine. Und sind einfach in die Stadt gegangen und haben Menschen 50 Euro in die Hand gedrückt. Und einfach das Geld verschenkt. Es war einfach krass, wie die Leute reagiert haben. Und soll ich dir was sagen? Fast jeder von denen hat irgendwann sein Leben dort Jesus gegeben. Warum? Weil Jesus sitzt auf jedem Herz drauf und durch Großzügigkeit geht das Herz auf und da muss Jesus nur noch reinfallen. Und das ist so eine Sache, wie cool ist das, wenn wir sowas als Christ machen können? Ja? Wenn wir das Geld nutzen, um Gottes Reich zu bauen. Und das war jetzt eine lange Einleitung. Ich komme jetzt schon zum Schluss. Nee, Quatsch, das war nur die Hinführung. Ich komme hier nicht mal bei meinen Punkten. Aber ich fand es schon ganz gut. Also, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, heißt es. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Was heißt es jetzt? Ich kann nicht Gott dienen und nicht dem Geld dienen. Ja Gott, aber was soll ich jetzt machen? Und die Antwort ist, diene Gott. Diene Gott als Nummer eins. Diene Gott und lass das Geld dir dienen. Hä? Wenn du Gott dienst und das Geld dir dient, dann dient das Geld Gott. Das ist die Message. Das ist mein erster Punkt. Diene Gott und lass das Geld dir dienen. Woher weißt du, ob Geld dein Herr ist oder ob du der Herr vom Geld bist? Wenn du etwas besitzt und es nicht loslassen kannst, ist diese Sache dein Gott. Ist krass, oder? Ich liebe immer noch die Geschichte von Matthias, der seine ganzen Liverpool-Sachen losgeworden ist und sagt, hey, weil er gemerkt hat, dass das sein Gott war und nicht Gott. Das ist eine Sache. Ja, wenn du merkst, so vorhin sind die Körbe rumgegangen, ich gebe schon meinen Zehnten. Es kommen die Körbe und du merkst so, Gott spricht vielleicht so, hey, es geht noch mal 50 Euro rein. Und dann merkst du so, oh ja, doch, mache ich. Und dann so, während du es gerade reinwerfen möchtest, ist es so, meldet sich das Geld und sagt, ich muss danach noch essen gehen, noch tanken. Und nächste Woche, dann ist es so, oh, danke Geld, du bist so ein guter Herr. Ja, da merken wir häufig, ob
das Geld dich besitzt oder ob du das Geld besitzt. Wenn Geld Autorität über dich hat, dann wird es dich immer diktieren. Und wir denken häufig so, nur die Reichen sind vom Geld diktiert. Aber ich sag dir, der Geist der Armut ist noch viel krasser vom Geld diktiert als die Reichen. Die Reichen haben teilweise schon mehr gelernt, wie sie mit Geld umgehen können. Darum sind sie ja reich geworden. Ja? Aber meistens bei Leuten, die nichts haben, die sind krass vom Spirit, vom Mammon geprägt. Haben immer Mangel. Ist immer ein Mangel da. Egal wie viel du verdienst. Geld ist wie ein Thermostat. Das ist wie so, es ist eingestellt und so ist dein Leben eingestellt. Und selbst wenn du mehr verdienst, wirst du immer auf demselben Standard ein bisschen leben. Du wirst vielleicht schöneres Auto haben oder schöneres irgendwie, aber so es wird sich nicht vermehren bei dir, das Geld. Weil das, was reinkommt, gibst du wieder aus. Was reinkommt, gibst du wieder aus. Geld ist wie thermostatisch bei uns eingestellt. Und wenn wir göttliche Prinzipien anwenden, dann wird es wachsen und wachsen. Ja? Jedes Mal, wenn du anfängst zu geben, übernimmst du Autorität über dein Geld. Jedes Mal, wenn wir anfangen zu geben, übernehmen wir Autorität übers Geld. Und jetzt ist es ein bisschen einfach, jetzt denkst du, okay, krass, jetzt, das heißt, jetzt alles geben und alles weg. Es kommen gleich richtig gute Teile noch, so noch weiter gute Teile, ja. Gott will nicht das Geld von dir nehmen. Er will es zu dir bringen. Er will es durch dich bringen. Und das ist eben der Schlüssel, dass Gott nicht sagt, es gibt mal alles her. Sei ein armer Schlucker. So leben als guter Christ. Ja, am besten so kurz vor der Armutsgrenze, wo du gerade so durchkommst, das ist genauso, wie du als Christ leben solltest. Alle anderen gib. Und das geht's nicht. Sonst geht darum, dass du das gibst, was du hast und dass Gott es dann wieder vermehren kann. Gott möchte nicht von dir haben, sondern er möchte durch dich bringen. Er möchte es durch dich vermehren. Das Prinzip, Gott, meine Schätze für deine Pläne. Weil darum geht es, dass wir Gott dienen und dass wir anwenden, das Geld uns dienen zu lassen. Dass wir anfangen, das Geld dem zu dienen, was Gottes Pläne sind. Darum ist es natürlich, ich gebe in die Kirche, logisch. Ich gebe da rein, wo Gott etwas bauen möchte. Hey, wenn wir sehen wollen, dass diese Stadt hier wirklich verändert wird, ey, dann braucht es dort, dass Menschen da sind und reingeben. Es ist wie ein Preisschild drauf, wo wir reingeben. Ja? Come on, hey. Hey, und dafür wollte Jesus den Jüngling Gottes Pläne für dein Leben. Gottes Pläne für dein Leben. Okay, woher weiß ich jetzt, dass Jesus nicht das Geld nehmen wollte, sondern dass er ihm das Geld bringen wollte? Ha? Jetzt schauen wir mal weiter. Also, Vers 25 bis 28. Jetzt in der reichen Jünglingsgeschichte weiter. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Dieses Bild kenne ich auch so krass aus der Kinderstunde. Also da ist die Nadel und da ist ein Kamel davor und wird versucht, durch dieses Nadelöhr durchzugehen. Und dann ist so dieses, Christ, kannst du nicht reich sein? Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Ja. Und so sind wir häufig geprägt. Geld ist böse, hab kein Geld, pass bloß auf. Das ist unsere Prägung. Ja? Und dann geht's eben, hier, er und so weiter, Vers 26, als die Umstehenden das hörten, sagten sie, Herr, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Er antwortete, was menschlich gesehen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Was bei Gott möglich ist, ist bei uns unmöglich. Ja? Wenn dieses Prinzip bei Gott, bei uns Menschen nicht funktioniert, dass ich gebe und Gott bringt, dann ist es bei Gott möglich, dass ich gebe und Gott vermehrt. Das geht dann plötzlich. Da sagte Petrus, wir haben unser Zuhause verlassen und sind dir nachgefolgt. Okay, an dem Punkt würde man dann sagen, okay, Geld ist böse, Geld ist schlecht, als Christ bloß kein Geld haben. Ja? Jetzt schauen wir weiter, was die Bibel wirklich sagt. Weil an dem Punkt ist eben das Problem, warum so viel Irrlehre ins Christentum reinkommt, weil wir dort aufhören zu lesen, wenn eigentlich die Auflösung von Jesus kommt. Da hören wir meistens auf, wir haben ein bisschen Vers, der uns gefällt und das war's. Und dann lesen wir mal weiter. Weiter geht es. Und dann sagt dann Jesus, ja, erwiderte Jesus. Und ich versichere euch, wer Haus oder Frau oder Geschwister oder Eltern oder Kinder für das Reich Gottes aufgegeben hat, wird es in diesem Leben, hier in der Erde, in diesem Leben vielfältig zurückbekommen.
und in der zukünftigen Welt das ewige Leben erhalten. In dieser Welt vielfältig zurückbekommen. Lesen wir mal diese Texte richtig. Und es ist so krass, wir werden es vielfältig zurückbekommen. Lies mal die Sprüche, lies mal das Wort Gottes, wie viel da drin ist über den Segen, den Gott schenken möchte. Jetzt sagst du vielleicht, okay, puh, das ist aber Altes Testament. Da ist das Wort Gottes nicht mehr gültig für uns. Jesus war obdachlos und wir sollen auch alle obdachlos sein. Und dann noch den Obdachlosen dienen mit dem, was wir eigentlich nicht haben. Ich sag's jetzt echt so krass. Lies mal die Bibel. Lies mal zum Beispiel das Buch der Sprüche. Mein lieber Schwan, hey. Ich lese jeden Abend ein Kapitel in den Sprüchen. Es hat 31 Kapitel. Darum kann ich immer, heute ist der 26., dann lese ich das 26. Kapitel. Das ist eben super, ja? Muss man nicht in Folge lesen, sondern wenn mal ein Tag ausfällt, ist nicht schlimm, dann fahre ich halt am 28. dann weiter. Und die Sache ist, das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das da reinspricht. Und jetzt sagen vielleicht, oh, das ist der neue Bund jetzt bei, das ist durch Jesus, durch das Evangelium, durch das Kreuz. Jetzt ist die gute Nachricht gekommen, dass wir jetzt alles arme Schlucker sein müssen. Hä? Und ich glaube, dieses Denken haben wir eigentlich und darum, glaube ich, sind wir als Christen häufig so, gerade so auf Level okay. Weil wir eine Einstellung haben von Gott, gerade genug für mich. Gott, solange es reicht. Gott, ja, gerade genug für mich. Ich bin dankbar in dem, dass es für mich reicht. Soll ich dir mal sagen, wie egoistisch das ist? Gott, genug für mich. Und was ist mit deinen Nachbarn? Was ist mit deinen Nächsten? Wie wäre es mal, wenn du vielleicht deinen Nächsten zu einem schönen Essen einladen kannst? Wir waren in Amerika, weil wir essen mit einem Ehepaar. Die haben uns eingeladen zum teuersten Steak meines Lebens. Da hat ein Steak irgendwie bei $50 angefangen. Wir haben am Ende für uns vier Leute haben wir eine Rechnung von $400 gehabt. Sagen, ja krass, ey, was macht man da? Und soll ich dir was sagen, wie großzügig die zu uns waren? Das ist einfach unglaublich. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben erlebt. Und darum erzähle ich das gerade hier, weil es so sagt, was ist bei euch los? So großzügig gewesen, das ist crazy. Kannst sagen, ist mega unnötig. Soll ich dir was sagen, Geld gibt's irgendwo. Das heißt, lass es doch mal ins Reich Gottes bringen. Dass die Christen das haben und nicht die Leute, die nicht mit Jesus laufen. Dass wir das einsetzen für das, was Gott machen möchte. Soll ich dir mal sagen, was möglich wäre, wenn Finanzen da sind? Wie viel bewegt werden kann? Das ist einfach crazy. Und darum ist eben Gottes Prinzip ist, hey, ich habe euch Menschen hierher gestellt, dass ihr einen Unterschied macht und ich möchte zu euch bringen. Bam, 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 bam. Ich möchte, dass ihr gebt, aber dass dann das alles vervielfältigt wird. Dass ihr es in diesem Leben vielfältig zurückbekommt. Das ist das Prinzip von Saat und Ernte. Das ist mein zweiter Punkt. Mein zweiter Punkt ist, sähe für Wachstum. Sähe für Wachstum. Ja, so, das ist wie Saat zu geben, ist wie Säen. Und soll ich dir was sagen, wenn du ein Korn säst, dann kommt am Ende zum Beispiel so eine Weizenähre raus und da ist nicht nur ein Korn oben dran, sondern da sind viele Körner oben dran. Körner. Ja? Und irgendwann ein Weizenglas. Ja, und das ist eben das Ding. Wenn du säst, wirst immer mehr geerntet. Und jetzt sagst du vielleicht, okay, ich bin ja schon am Geben und sowas. Ich gebe ja immer mal wieder, wo ich sage, ja, es ist ein Unterschied zwischen, ob es dir halt die Körner runterfallen und es nicht bewusst machst im Glauben, dass da was draus passiert, oder ob du es bewusst machst und sagst, Gott, ich sähe ganz bewusst in dein Reich und ich bin gespannt, was vervielfältigt wird. Es ist ein Unterschied, ob dir ein paar Körner rausfallen oder ob du bewusst sagst, und ich besähe dieses Feld. Und es ist der Unterschied, ob du merkst, ob jetzt gerade Ernte kommt oder nicht, ob die Saat aufgeht oder nicht. Darum möchte ich dich challengen, heute dein Blickfeld zu verändern auf das, was du säst. Ganz wichtig ist dort eben, Gott sagt nicht, habe nichts, sondern er sagt, gib das, was du hast. Weil wenn du nichts hast, dann hast du keine Verantwortung. So oft, oder, sind auch die Leute da, die sagen, ich habe ja nichts, aber wenn ich hätte, würde ich ja geben, aber ich habe nichts, aber oh, ein Haufen Steine. Super, dann nehme ich doch mal ein paar Steine und da sehe ich ein paar Reiche, auf die ich die werfen könnte. So sind wir häufig. Wir sehen häufig so, oh, ich habe nichts. Oh, da ist so viel Leid in der Welt. Oh, und die Reichen, die machen da nichts. Und ich sage, und was machst du? Oh, da gibt es doch einen Reichen, der fährt mit einem Porsche hierher. Oh ja, der sollte das doch mal in die Kirche geben.
Wer soll dir das doch mal, das Geld den Armen spenden? Das hätte man besser verkaufen sollen und das Geld den Armen geben. Zitat Judas. Das hat Judas gesagt. Das ist ein Zitat und das finden wir in der Bibel, das ist von Judas. Was für eine Einstellung haben wir da drin? Urteilen wir, ja, wenn ich hätte, dann würde ich dann geben und sowas, aber der sollte doch mal mehr geben und sowas. Nee, sondern dass wir mal sehen, was hast du? Was hat Gott dir in die Hand gegeben und was kannst du geben? Was kannst du einsetzen? Ja, und die Sache ist einfach, ich möchte wirklich diese Lüge heute brechen. Du musst nicht arm sein, um Gott nachzufolgen. Was Jesus mit dem reichen Jüngling wollte, ist ihm zu sagen, Mensch, gib alles, weil ich sehe, dass du eine Autorität in dem Bereich hast. Weil ich sehe, dass du da so geschickt bist in dem Bereich. Aber, hey, ich möchte dein Vertrauen sehen. Bist du bereit, alles zu geben? Ja, ich bin alles zu geben. Hammer, hey, und weißt du, was ich jetzt gebe? Ich gebe dir da noch einen drauf. Und ich gebe dir noch einen drauf. Und ich gebe dir noch einen drauf. Weil ich sehe, dass du das gut verwalten kannst. Das ist, was Gottes Anliegen ist da drin. Gott bringt Saat zu dem Sämann. Weiteren Vers für uns mitschreiben. 2. Korinther 9, Vers 10 bis 11. Kann man sich ganz leicht merken. 2, 9, 10, 11. Denn es ist Gott, der dem Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun. Und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Lass uns so mal die Bibel lesen, Mann. Ich hab in den letzten Jahren jetzt einmal die Bibel bewusst durchgelesen und Stellen angestrichen in Gelb, die mit Geld, Besitz und Segen zu tun haben. Und rein gefühlt ist meine halbe Bibel gelb. Ja, natürlich ist das häufigste Thema. Und dort zu verstehen, was ist Wort Gottes und dass wir diese Wahrheiten annehmen. Und wenn du keine Ernte siehst, dann ist meine Frage an dich, säst du überhaupt? Wenn du keine Ernte siehst, säst du überhaupt? Bei uns ist eine Sache, wir sagen auch bewusst, wir wollen da rein säen, wo wir auch eine Ernte sehen wollen. Darum haben wir unsere Reach-Kollekte an verschiedene Projekte gegeben. Und das eine Projekt war das Dream Center in Los Angeles, wo wir gesagt haben, ja, und da rein spenden wir Geld, weil wir uns wünschen, dass hier in Singen mal ein Sozialwerk aufbaut. Ja? Und wir haben das noch nicht, wir sehen das noch nicht. Und wir haben nicht das Geld jetzt ins Dream Center gespendet, weil wir gesagt haben, oh cool, die brauchen ja eh so viel Geld und haben keins und sowas. Sondern wir haben gesagt, wir spenden auch das Geld rein als prophetisches Geben, als wir säen dort, dass wir hier ernten können. Und jetzt ist es krass, jetzt fangen wir in Villingen, gibt es jetzt Leute, die aufgestanden sind, da werden wir jetzt ein Sozialwerk dieses Jahr starten. Und ich bin der Überzeugung, wir werden hier auch starten. Vielleicht nicht dieses Jahr, aber vielleicht nächstes. Auf jeden Fall werden wir starten. Die Frage ist nur, wann. Und mit wem? Zeit, Ort, Personen. Die Welt ist so voller Bedürfnisse. Auch Singen braucht so viele Antworten und die Antwort ist Jesus. Und ich sehe so, hey, ich möchte den Menschen diese Antwort bringen. Und die Sache ist, wie schön wäre es, wenn wir nicht die ganzen Videos und hier Armut und da Probleme und dies anschauen müssen, sondern sehen können, krass, die Christen können dort eine Lösung sein. Die Christen könnten da eine Lösung sein. Krass, die Christen haben was, die könnten eine Lösung sein. Wie cool wäre das? Ja? Und dafür möchte Gott uns Ressourcen geben, dass wir sie einsetzen. Jesus hat eben nicht gefragt, was du nicht hast, sondern was du hast. Er hat nicht, gib ihm das, was du nicht hast, sondern gib alles, was du hast. Und darum ist auch das, was Gott auch für dich heute hat, was ist das, was du hast, was du geben kannst? Und das möchte Gott multiplizieren. Und wenn du gibst, was du hast, wird der Himmel freigesetzt. Eine Geschichte von einem Paar, wo wir in Amerika waren, die haben das erzählt und die haben gesagt, sie waren ein junges Paar und wollten sich ein Haus kaufen, hatten gerade so gerade genug Geld zusammen, dass sie endlich einen Kredit für ein kleines Häuschen kaufen können, sozusagen zahlen konnten.
Und irgendwas da, ich glaube, es war irgendwas mit 60.000 Euro oder 50.000 Euro oder sowas, wo sie so da bereitgelegt hatten. Es war wirklich was Kleines, so, ja. Und dann hat sie gesagt, hey, sie wollen nicht ihr Haus bauen, sondern sie wollen Gottes Haus bauen. Und dann haben sie dieses Geld, was sie eigentlich für den Kredit hatten, gesagt, sie säen das ganz bewusst ins Haus Gottes, weil wenn ich Gottes Haus baue, wird Gott auch mein Haus bauen. Und dann haben sie dieses Geld, das war jetzt vor 2 Jahren, gesät. Soll ich dir was sagen, wie krass das ist, wenn du gerade mal 50.000 Euro zusammengespart hast und es dann, weil du ein Haus wolltest, und es dann plötzlich alles gibst? Das haben die gemacht. 2 Jahre später hat Gott denen die Möglichkeit gegeben, ein weitaus größeres Haus, hat Gott die so gesegnet in den letzten 2 Jahren, dass sie jetzt ein viel größeres Haus, viel schöneres Haus für viel mehr Geld kaufen konnten und dass sie genug hatten. Gott hat dort aus der kleinen Saat hat eine brutale Ernte gebracht. Und das ist so krass, das ist Gott. Wie hier im ICF, ich hatte vor 2016 war das, ewig lang her, hatte ich mal so von wirklich so einen Impuls von Gott gekommen, hey, spendet 5.000 Euro ins ICF Zürich, hier vom ICF. Und ich so, okay, 5.000 Euro ist mega viel. Das sind 5% oder sowas vom Jahresbudget. Damals waren es ungefähr 10% oder so wahrscheinlich vom Jahresbudget. Oder keine Ahnung. Und es war so, okay, und ICF Zürich braucht es nicht. Die haben mehrfaches Millionenbudget. Es sind 4.000 Leute oder sowas dort Sonntag. Das brauchen die doch nicht. Und habe irgendwie so gedacht, ja, okay. Und habe immer so gerungen, so, oh, das ist echt eine Summe, das ist echt eine Summe, das ist echt eine Summe. So, pff. Dann immer weggeschoben und dann irgendwie hat Gott immer wieder so dann Finger draufgelegt. Und dann Ende letzten Jahres oder so im Herbst letzten Jahres habe ich so einfach gesagt, jetzt müssen wir das endlich machen. Gott lässt einfach keine Ruhe. Und dann haben wir Ende letzten Jahres, irgendwann im Herbst oder keine Ahnung, wann es genau war, wahrscheinlich Oktober oder so, und haben wir dann diese 5.000 Euro endlich mal gespendet. Und das Krasse ist, seit diesem Monat hatten wir keine Unterdeckung mehr, sondern nur noch Überdeckung. Gott ist manchmal einfach special, oder? Das ist einfach so krass. Wo man jetzt sagt, okay, es ergibt doch keinen Sinn. Ja, bei Gott ergibt es eben keinen Sinn manchmal. Und das ist eben die Sache, so der Zehnte, die 10%, wo Gott sagt, den ersten Teil, gib den mir, das ist Gott zurückzugeben. Und das ist was, wo quasi der Zehnte, das ist da, wo Gott sagt, hey, und das ist so der Segen, das ist so gut, hey, lauf da drin und es ist gesegnet. Und soll ich dir was sagen? Das darüber hinaus, das bringt dich ins Next Level. Das darüber hinaus, das bringt dich zum Wachstum. Das darüber hinaus, das extra Opfer, das ist da, wo Gott sieht, wow, und das wird multipliziert. Sarah und ich, wir haben gesagt, hey, wir wollen jedes Jahr 1% mehr geben. Und ich finde es ziemlich cool. Weil ich merke, hey, Gott macht es möglich. Wenn ich denke, okay, wie ist es mal in 50 Jahren? Dann gehören Gott sozusagen meine, sind dann 70% dann. Das ist dann spannend. Das heißt, Gott muss eine Möglichkeit schaffen, dass ich dort versorgt bin. Und dass es im Überfluss geht. Das heißt, ich weiß, dass Gott da Wege finden wird, wo es überfließen wird, dass es möglich wird. Und ich weiß auch, und das finde ich eben schön, dass es nicht meine Gage von der Kirche sein wird, sondern dass es was anderes sein wird, wo Gott multiplizieren wird. Ich möchte dich ermutigen, in was du reinsäst, in das wächst du rein. Wenn du sein Haus baust, wirst er dein Haus bauen. Ich möchte eine Geschichte zum Abschluss erzählen. Und zwar ist es aus dem Buch von Yong Ki Cho. Das ist der Pastor der größten Gemeinde oder war der Pastor der größten Gemeinde der Welt. Die haben über 1 Million Mitglieder und Besucher sonntags. Recht groß in Korea. Und es war 1973. Da war eine große Wirtschaftskrise, da waren die gerade die Kirche am Bauen. Haben gerade ein großes Gebäude bauen wollen und sowas, dass da die Leute Platz haben. Und Riesenwirtschaftskrise, ganz, ganz, ganz viele Leute Job verloren, sozusagen das Geld nichts mehr wert. Und es war einfach schrecklich dort, ja. Und die kamen dann zusammen und hatten dort sozusagen nur so die Fundamente der Kirche irgendwie stehen und so, was machen wir jetzt? Wir haben keine Kirche. Wir können die nicht weiterbauen, es ist kein Geld, da nichts da. Und dann
waren sie bei einem Gebetstreffen mit mehreren hundert Leuten, haben sie sich getroffen zum Beten. Und wir haben ein Gebetstreffen, kommt eine alte Frau langsam vor mit Tränen in den Augen. Kommt vor. Und sagt zu ihm, hey Pastor, ich möchte das hier geben, dass ihr das verkauft und vielleicht können wir ein paar Penny für die Kirche gewinnen. Und er schaut runter und sieht eine alte Reisschüssel und Essstäbchen. Und sie sagt, das ist das Einzige, was ich besitze. Und das möchte ich diesem Jesus geben. Und er sagt, das kann ich nicht annehmen, das können wir nicht machen. Und dann sagt sie, Jesus hat mein Leben gerettet. Und ich möchte nicht jetzt bald vor ihm stehen und dass ich ihm nichts gegeben habe, sondern ich möchte ihm alles gegeben haben. Ich kann weiter auf Zeitung essen und mit Fingern essen. Aber ich bitte dich, dass ihr das verkauft und in die Kirche gebt. Und dann ist da wirklich so eine krasse Worship-Haltung dadurch entstanden. Sie haben Gott angebetet und es war einfach so, wow, Gott, was passiert gerade hier? Und dann war ein Geschäftsmann so bewegt, der auch dort war und ist dann vorgekommen und hat gesagt, ich möchte dieses Equipment möchte ich für $1,000 kaufen. Und dann ist da drin losgegangen, dass das Bewusstsein von, hey, jeder bringt einen Teil und jeder investiert einen Teil und dadurch konnte die größte Kirche der Welt gebaut werden. Und jetzt ist was, wir schauen dann gerne zum Geschäftsmann, der 1000 Euro gegeben hat. Soll ich dir sagen, was das Kraftvolle war? Die Frau, die mit der Schüssel und den Essstäbchen kam. Und was das bei anderen Leuten auslöst. Und ich weiß es nicht, was mich hat diese Geschichte so bewegt, als ich die gelesen habe. Und wo ich so glaube, hey, genau das ist die Mentalität, die Gott für uns hat. Und wo Gott sagt, hey, und jeder hat einen Teil. Und du weißt nie, was das kleinste Ding auslösen kann. Was das kleinste bei dir anstoßen kann. Aber was ich weiß, ist, dass Gott sich zu dir stellt. Dass Gott nicht nur ein bisschen versorgt, sondern dass Gott dir Überfluss schenkt. Und dass einfach die Frage ist, wie bist du bereit, dich ihm zur Verfügung zu stellen? Und ich möchte mit dem schließen und möchte jetzt einfach noch für uns beten. Weil ich glaube, dass einfach jeder wirklich da auch was von mitnehmen kann. Ich weiß auch, das wird nicht das letzte Mal sein. Das war jetzt wie so mal so eine Einführung in dieses Thema, wo ich auch mal ein bisschen näher noch anschauen möchte, die verschiedenen Themen. Jetzt nicht in den nächsten Wochen, aber demnächst mal. Weil ich glaube, Gott hat so krasse Prinzipien da drin. Und ich merke so, dass Gott uns gebrauchen möchte, um größer zu sehen, um größer zu denken, um größer zu träumen. Ja? Und dass Gott was Neues freisetzen möchte. Okay, ich möchte für uns beten.